Isom bekommt Druck, wirft nach rechts, aus. Das ist der Touchdown, Robert Downs. Wow, der war frei. Aber wirklich. Der musste angespielt werden. Da war wirklich gut frei. Sehen wir nochmal in der Wiederholung. Also da ist er wirklich, guck mal hier, da ist ja gar niemand in der Nähe. Hier, ja, da sieht man auch den Frust bei Browns. Er sagt so, oh, Mist. Jetzt lässt er die Zeit vielleicht auch absichtlich ein bisschen runterlaufen. 5 Sekunden gleich noch auf der Playclock. Jetzt. 2-1, jetzt kommt der Snap. Er guckt nach rechts, er guckt nach links. Ja, wohin das Ding? Er kriegt ihn noch los! Wahnsinn. Er kriegt ihn noch los! Ich drehe durch. Wieder Westbrook. Schauen wir uns nochmal an. Ja, hier läuft er. Ja. Nee, ist nicht Westbrook, sondern Podgorski, Nummer 4. Podgorski war's. Alter, wie er den noch los wird, der Eisen. Also, da muss man es ganz klar sagen. Natürlich ist es ein Teamsport, aber Heads up vor, also Isom, erst kriegt er den Tackle, muss dann raus, dann kommt Morant mit dem Raketenpass und denkst so, Alter, du spielst Safety. Bumm. Dann dieser. Zach Cavanaugh geht selber, das habe ich fast vorausgeahnt. Und damit 6 weitere Punkte unmittelbar vor der Halbzeit für die Berlin Adler. Neuer Spielstand 13:0 aus Sicht der Hauptstädter. Durch die Pass-Interference nochmal 15 Yards geschenkt bekommen. Zach Cavanaugh jetzt wieder unterwegs. Und da ist er, der Touchdown für die Berlin Adler mit der Nummer 8. Mit der Nummer 8, Max Zimmermann. 20:0 der Spielstand aus Sicht der Berlin Adler. Erste Mal Third and Long für die Royals. Der Quarterback weicht einen Passrusher aus und wirft über die Mitte. Und vollkommen frei steht die Nummer 9 der Royals, Heiko Balz. Und damit der nächste Touchdown für die Royals. Ja, da hat die Defense Passverteidigung offensichtlich gedacht, der Quarterback läuft selber und ist mit dem Backfield nach vorne kommen. Auf jeden Fall war der Receiver da völlig frei. Zweiter und Goal von der 9. Henrik Wolk mit dem Pass nach links raus. Tackle gebrochen von Benedikt Engelmann und ein Touchdown für die Hurricanes. Henrik Wolk auf Benedikt Engelmann. Und die Hurricanes kommen aufs Board. Ja, sehr schöner Spielzug. Auf den Wingback, kurzen Pass geworfen, der dann sich gut in die Endzone durchgesetzt hat. Fast schon an einem Tackle, relativ früh gescheitert wäre, aber sich gut durchgesetzt hat.